ihr Buchverrückten und Schreiberlinge und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal The Happy Novelist. Ich bin Sarah und ich habe diese Woche, also mit diesem heutigen Video, wieder einen Vlog für euch. Denn wie man sieht, bin ich wieder an einem etwas anderen Ort und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr ganz, ganz bald. Und ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal bei diesem Video ganz viel Spaß. Ja, wie man unschwer erkennen kann, wie gesagt, bin ich woanders und wenn ihr mir schon länger folgt, meine Videos schon länger guckt, dann werdet ihr diesen Hintergrund vielleicht ein wenig kennen, denn ich bin wieder bei meinen Eltern und werde auch diese Woche hier verbringen, denn meine Eltern sind im Urlaub und ich habe mich bereit erklärt, ihr Haus zu hüten, Pflanzen zu gießen, Post auszunehmen, was halt alles so ansteht und gleichzeitig mich von meiner Oma verpflegen zu lassen. Das ist wirklich schön, weil das so ein bisschen Urlaub von Leipzig ist. Hier auf dem Land in Mecklenburg, wo auch an sich nicht viel los ist, aber viel Natur drumherum und hoffentlich auch viel Ruhe, viel Entspannung auf mich wartet, bevor es dann nächste Woche mit meinen ersten Prüfungen losgeht. Beziehungsweise ich habe diese Woche auch schon eine, aber nächste Woche geht es dann mit den Klausuren los. Und deswegen habe ich mich jetzt hier zu Hause wieder eingenistet. Ich bin gerade angekommen. Es war auch schon ein ziemlich langer Tag. Ihr habt vielleicht schon ein paar Eindrücke vorhin gesehen von meiner Zugfahrt. Es war heute Morgen auch sehr stressig, denn ich hätte fast meinen Zug verpasst, weil die Tram nicht kam oder nur mit Verspätung kam und auch die Busse nicht gefahren sind und dann, als die Tram dann kam, sie unglaublich langsam dahin getuckert ist. Und ich hatte Glück, dass ich dann doch noch pünktlich geschafft habe. Gerade so, ich musste ein bisschen rennen und meinen Koffer schleppen. Es hat Gott sei Dank alles geklappt, aber das war auch schon mal ein sehr adrenalingeladener Start zu diesem Tag. Und dann haben meine Großeltern mich vom Zug, Bahnhof abgeholt, war mit mir essen und habe ich noch mit zu sich genommen, um mich noch mehr zu füttern, wie das mit Omas immer so ist. Und das Gute ist aber, ich habe auch gleichzeitig noch ganz viel Obst und Gemüse aus dem Garten bekommen, worauf ich mich sehr, sehr freue. Also ganz, ganz viel frische Blaubeeren und noch ein paar Himbeeren sind dabei und Gurken und Tomaten aus Opas eigenem Gewächshaus. Die werde ich mir heute Abend auf jeden Fall einverleiben. Aber worum soll es in diesem Vlog eigentlich hauptsächlich gehen? Um ganz viel Nalini Singh zu lesen und euch ein bisschen mitzunehmen, was das für mich heißt und was für ein Gefühlschaos das wahrscheinlich bei mir auslösen wird. Ich habe mich mal kurz hingesetzt, denn in meiner Leseliste habe ich ja schon angekündigt, dass ich auf jeden Fall 2, 3 Bücher von ihr unbedingt lesen würde. Ich dachte mir, was wäre doch eigentlich perfekt, hier in diesem Zimmer, in diesem Haus wieder anzufangen, wieder weiterzulesen, wo ich auch sie für mich entdeckt habe und Liebe zu ihr gewachsen ist. Und deshalb will ich diese Woche ganz speziell, wie gesagt, 2 sind so der Fokus, 2 Bücher lesen. Einmal Engels Fall, das jetzt gerade schon unten liegt im Wohnzimmer, weil es in meinem Rucksack war. Und dann natürlich danach auch gleich den Folgeband Engels Krieg. Das wird schon eine Aufgabe an sich, weil die, glaube ich, zusammen über 1000 Seiten haben. Aber wenn es packend ist und spannend, dann können mich die mitreißen. Und wenn ich dann noch dazu komme und am Wochenende vielleicht ein bisschen Ruhe habe und Erholung und ein bisschen was Leichtes brauche, habe ich mir auch noch Cherish Hope mitgenommen. Ups. Um das dann vielleicht noch zu lesen, wenn ich zu dem Buch nicht komme, ist es halt auch nicht schlimm. Dann irgendwann am Ende des Monats noch, aber zumindest Engels Fall und Engels Krieg sind meine beiden Prioritäten diese Woche. Obwohl noch zwar viele andere Sachen anstehen, aber die will ich lesen und euch dabei mitnehmen, wie sie mir so gefallen. Später, ich habe eine Gesichtsmaske aufgelegt, um ein bisschen zu entspannen und will jetzt mit diesem Schätzchen anfangen. Engels Fall, wie gesagt, mein Liedzeichen ist schon drin, aber es wird Zeit, dass ich jetzt erstmal mit dem ersten Kapitel anfange und ich habe Angst, aber wir werden sehen, wie es wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. Morgen am Dienstag. Es ist tatsächlich gerade ziemlich früh noch, kurz nach 7. Und ich muss gleich erstmal duschen, mich anziehen und fertig machen, weil ich ja nachher gleich um 10 ein Bewerbungsgespräch habe. Ich würde euch um gedrückte Daumen bitten, aber das bringt ja dann nichts mehr. Dann ist es, wenn ihr dieses Video seht, ist das alles schon gelaufen. Aber ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auch auf diese Chance. Und jetzt heißt es aber erstmal, wie gesagt, mich fertig machen und Frühstück schon mal vorbereiten und Tee machen. Denn hier ist es ziemlich kalt. Ich war gerade kurz einmal draußen, um ein bisschen Material zu filmen und es ist frisch. Aber ich will euch auf jeden Fall was zeigen, denn ich habe zwar die besten Großeltern überhaupt,
die mich auch sehr gut mit Essen versorgt. Ich musste hier auf jeden Fall nicht einkaufen. Meine Mutter hat auch noch ganze Sachen im Kühlschrank extra. Also ich muss Geld ausgeben, hier definitiv nicht. Aber ja, bei meinen Omas, bei meiner Oma darf man nicht erwähnen, dass man irgendwas mag, weil man dann damit zugeschüttet wird. Zum Beispiel das Thema Kirschen. Ich habe einmal kurz erwähnt, dass ich voll Bock auf Kirschen habe und dass ich Kirschen liebe. Wir selber haben keinen Kirschbaum, Verwandte von uns schon. Deswegen war meine Oma gestern mit Opa zusammen extra nochmal, nachdem sie mich abgeholt haben, bei diesen Verwandten, um Kirschen zu pflücken. Und haben mir eine große Schale mitgebracht. Beziehungsweise eigentlich war es ein Eimer. Hier, der auch schon ein bisschen übergequellt ist. Aber da waren auch einige dabei, die ich aussortieren musste, weil die schon angeknabbert waren oder schon angefangen haben zu schimmeln oder ja, nicht mehr so ganz frisch waren, weil die sind auch schon sehr überreif und ich habe sie jetzt über Nacht im Wasser einweichen lassen in weiser Voraussicht oder auf Tipp von meinem Opa hin, um mögliche Maden dann rauszuschwemmen. Und jetzt sind die alle ein bisschen aufgeplatzt, aber ich hoffe, die schmecken trotzdem, denn ich habe jetzt quasi den ganzen Vormittag und Nachmittag und morgen wahrscheinlich auch noch Kirschen, die ich in mich reinstopfen kann. Ja, das als kurzes Update dazu und zum Lesen. Ich habe gestern tatsächlich nicht mehr so viel gelesen. Ich habe, glaube ich, bis Seite 50 in Engels Fall gelesen. Und jetzt ist es noch relativ ruhig. Also ist noch nicht das passiert, was hinten auf dem Klappentext draufsteht. Nur, dass eine besonderes Ereignis, was in den letzten Bänden schon immer wieder aufgekommen ist, jetzt auch wieder aufkommt. Und man hat nochmal so ein bisschen Einblick bekommen in das normale Leben von Elena und Raphael und was sie so tut. Und ich glaube auch nochmal eine ganz gute Einführung in die Welt und die Charaktere, die wir schon so kennengelernt haben. Das war ganz cool. Also wurden immer wieder so locker welche eingeworfen und in Beschreibungen wieder eingeflochten, wo man sagte so, ah ja, das war ja auch noch und ja, die kennen wir auch und stimmt, da war ja auch noch was mit denen und denen. Und das wird bestimmt nochmal im Laufe der beiden Bände, die ich gerade lese, relevant. Aber es ist ganz spannend zu gucken, zu sehen, wie das so eingebunden wurde, weil es für mich auch ganz gut war, weil ich ja die Reihe schon länger nicht mehr zur Hand genommen habe, beziehungsweise der letzte, den ich gelesen habe, der war, glaube ich, Engels Gift und das ist jetzt 2,5 Jahre her oder so. Also schon eine ganze Weile. Deswegen war das ganz hilfreich. Aber ja, ich muss mich jetzt fertig machen und dann melde ich mich, wenn ich irgendwas gelesen habe, bitte. Ich weiß nicht, wie gut man mich jetzt sieht, wie das mit dem Licht herklappt, aber ich hoffe, das ist jetzt ganz gut. Ich habe es mir im Sessel, in meinem Standardsessel wieder gemütlich gemacht und muss sagen, es war kein produktiver Tag und kein produktiver Nachmittag, denn ja, also das Bewerbungsgespräch lief ziemlich gut, meiner Meinung nach. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Sie wollen sich Ende der Woche, Anfang nächster Woche melden. Also entweder erfahrt ihr es in diesem Vlog noch, wie es ausgegangen ist oder eben nicht. Und ja, aber danach gab es dann noch Uni, was ich zu tun hatte, ein bisschen. Ich war zum Mittagessen und dann ging es mir schon irgendwie nicht so richtig gut. Ich habe richtig Kopfschmerzen gekriegt. Ich weiß auch nicht, ob das hier am Wetter liegt oder daran, was ich dann immer so esse oder generell an der Luft oder ob hier irgendwas in den Räumen ist, keine Ahnung. Weil ich habe öfter mal, dass ich, wenn ich hier oben in der Heimat bin, auch gerne mal so Migräneanfälle habe. Aber ich vermute einfach, das liegt immer an diesem komischen Wetter. Besonders aktuell ist es eher so wechselhaft und doch auch kälter als gedacht, aber dann auch mal wieder warm und ja, naja. Auf jeden Fall habe ich mich dann heute Nachmittag irgendwie hingelegt. Eigentlich wollte ich nur kurz die Augen ausruhen und bin dann 2 Stunden eingenickt und dann war es nachher schon wieder um 4 und ich war immer noch nicht so richtig fit. Aber jetzt geht es mir wieder gut. Jetzt habe ich schon sogar ein bisschen in meinem Büchlein gelesen, bin ein kleines Stückchen vorangekommen, so richtig viel sieht man noch nicht. Ich bin, glaube ich, lass mich kurz gucken, ja, auf Seite 90 jetzt. Also die 100 schaffe ich definitiv noch. Ich habe auch das Ziel sogar, ich habe mal ein bisschen vorgeblättert und geguckt. Es gibt so ein, auf Seite, ich glaube, ab 180 Seiten oder so ist der erste Abschnitt zu Ende. Da ist auf jeden Fall mal so ein Break drin. Und ich glaube, das ist dann so, dass der erste Teil des Buches dann durch ist und dann die nächsten Ereignisse abgehen. Und bis dahin will ich auf jeden Fall den Abend noch lesen. Jetzt gucke ich aber erstmal noch eine Folge von einer True Crime Serie, wenn ich schon den großen, sehr großen Bildschirm hier habe. Und nebenbei ein bisschen YouTube-Arbeit, guck mal, was ihr so für Kommentare geschrieben habt, ob es Kommentare gab, die ich beantworten kann und sollte. Und gucke selber auch nochmal, was so von meinen Leuten, denen ich folge, so Neues rauskam und das ein bisschen parallel. Und dann geht es wahrscheinlich nachher um 9, halb 10 irgendwie ins Bett und dann wird weitergelesen.
der Badewanne raus und mache es mir jetzt im Bett gemütlich. Es ist tatsächlich auch erst 10 nach 9, das heißt, ich habe noch gut ein bisschen Zeit zu lesen, obwohl ich heute auch ein bisschen früher als gestern schlafen will. Gestern bin ich tatsächlich erst um 11, also um 11 das Licht erst ausgemacht, weil ich noch so lange gelesen habe, weil ich ja unbedingt noch diese eine Stelle, diesen einen Break erreichen wollte und das habe ich auch geschafft. Und jetzt habe ich in der Badewanne auch noch was gelesen, ich glaube fast 100 Seiten noch, also ich bin jetzt über die Hälfte durch. Auf Seite 285 von, ich glaube, 500 irgendwas. Und das Ziel ist heute auf jeden Fall noch bis Seite 300, vielleicht auch 350 zu kommen. Vielleicht auch noch weiter, aber das ist erstmal so das Minimalziel heute. Und es gefällt mir an sich ganz gut. Es sind so ein paar Sachen, das ist noch ein bisschen langsam generell, weil die Geschichte einfach generell nicht so actionreich ist und so viel Fahrt aufnimmt. Das ist auch eher so mysteriös und es gibt ein Verbrechen aufzuklären, ein Geheimnis zu erforschen und natürlich auch das Geheimnis, was mit Elena los ist und was da alles aussieht. Das wird immer nur so leicht eingeflochten und bis jetzt ist noch nicht so viel passiert, also eher so Sachen, die angedeutet werden und es ist auch viel Rückbesinnung auf Sachen, die wir schon aus der Reihe kennen. Also Charaktere, die wir kennengelernt haben, was mit denen passiert ist. Elenas Vergangenheit wird wieder aufgegriffen mehrfach und auch Raphaels Vergangenheit und Charaktere, die wir schon getroffen haben, werden nochmal, deren Schicksal wird nochmal ein bisschen rekapituliert, wenn sie erwähnt werden. Was an sich nicht schlecht ist, weil für mich ist es ganz gut, weil ich ja doch auch länger nichts mehr in der Reihe gelesen habe und was für mich ganz gut ist, mein Gedächtnis wieder aufzufrischen. Andererseits muss es dann unbedingt sein, muss das Buch unbedingt über 500 Seiten dick sein. Wenn man diese ganzen Rekapitulationssachen kürzen würde oder rausnehmen würde, dann wäre das Buch bestimmt mindestens 100 Seiten dünner. Und die Handlung ein bisschen gestraffter, das ist mir halt irgendwie gerade noch so ein bisschen zu ausgeleiert. Also das hätte alles ein bisschen straffer sein können. Kann aber auch einfach sein, dass ich mir da selber so ein bisschen Druck hinterher mache, weil ich ja dieses Buch diese Woche unbedingt zu Ende lesen will. Und das nächste Buch auch noch. Und das nächste Buch ist halt auch nochmal locker 200, 300 Seiten dicker als dieses hier. Und dass ich dann dafür schon so lange brauche, nervt mich vielleicht auch ein bisschen. Aber wenn es vielleicht ein bisschen actiongeladener wäre und noch ein bisschen spannender und mitreißender in dem Moment, würde ich vielleicht auch schon noch schneller durchfliegen, aber gut. Ich lese trotzdem noch weiter, weil an sich gefällt es mir trotzdem gut. Ich mag den Schreibstil und so langsam bin ich auch wieder richtig dabei und drin und folge Elena und Raphael. Und so langsam ist es ja auch sehr mysteriös und geheimnisvoll und ich will schon wissen, was dahinter steckt, hinter der Sache, die Elena gerade passiert und Raphael beiden und auch hinter diesem Verbrechen, in dem Elena gerade ermittelt. Deswegen mal sehen, was da dahinter steckt. Und ich habe heute auf jeden Fall noch ein bisschen was zu lesen, was ich lesen will. Aber wie gesagt, ich muss auch früh ins Bett, weil ich morgen relativ früh aufstehen muss. Ich habe um 7.30 Uhr meine erste Online-Uni-Vorlesung und dann geht's fast durchgehend bis 17 Uhr durch. Das wird noch lustig, aber ja, das ist dann so ein Problem für morgen. Heute wird noch gelesen. Guten Morgen am Donnerstag. Es ist jetzt 9.20 Uhr und ich habe meine erste Veranstaltung, Vorlesung für heute schon durch und auch die erste Präsentation, die jetzt aber nicht so wichtig war. Wichtiger ist jetzt die gleich kommt um 9.30 Uhr, denn da stellen wir tatsächlich ein Konzept vor einem Autor vor, was auch unsere Prüfungsleistung ist und ich bin schon sehr nervös so langsam. Bin aber gerade ein paar Mal noch die Treppen hoch und runter gelaufen, um ein bisschen Bewegung zu kriegen, weil ich sonst heute den ganzen Tag irgendwie nur hier am PC sitze und Live-Vorlesungen habe. Aber als kurzes Update, ich habe doch einiges geschafft. Ich habe jetzt, glaube ich, noch so 140, 130 Seiten. Ich glaube, 130 sind sogar. Ich bin auf Seite 370. Ich habe heute Morgen noch ein paar wenige Seiten gelesen, bevor es losging mit der Uni. Und so langsam nimmt die Geschichte Fahrt auf. Sie gefällt mir langsam besser, weil es jetzt immer mehr darum geht, okay, was ist mit Elena los und was ist gerade so in der Welt los? Engels politische Sachen. Und wir treffen auch noch mal ein paar andere von den Nebencharakteren, die auch schon mal Hauptcharaktere in anderen Bänden waren, wieder, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Und jetzt gab es gerade eine sehr süße Szene mit Raphael und einem Teil seiner Sieben, so ein Männerabend, was irgendwie auch sehr witzig ist, weil ich diese Dynamiken zwischen diesen Charakteren super gerne mag. Und auch so die Dynamiken zwischen Elena und ihren Freundinnen und den ganzen Nebencharakteren. Das ist so bis jetzt mein liebster Teil dieses Buches. Und halt auch so diese Spannung, das Geheimnisvolle dahinter. Was hat das mit diesem Kriminalfall, mit diesem Mysterium zu tun, was Elena aufklären will, aufklären muss
Und was hat das auch mit ihrer Veränderung auf sich? Da bin ich sehr gespannt, wie sich das noch auflöst. Und ich glaube, jetzt auch so langsam aber sicher nimmt die Geschichte Fahrt auf und wird langsam aber sicher spannend. Und ich glaube, heute schaffe ich die definitiv, denn, naja, gut, mal gucken. Aber ich will in meiner Mittagspause noch ein bisschen lesen, die auch sehr kurz ist und dann auf jeden Fall aber nach meiner letzten Vorlesung heute Nachmittag, heute Abend die Zeit damit verbringen, dieses Buch zu lesen, um so ein bisschen abzuschalten und mal sehen, wie gut ich da vorankomme und ob ich dann vielleicht sogar Engels Kriegen nachher anfangen kann. Oh Gott, ich bin gerade so aufgeregt. Ich habe mich gerade auf die Couch gesetzt, also vor einer halben Stunde, als meine Vorlesung dann endlich vorbei war. Die letzte hat sich jetzt gerade extrem lang gezogen und wollte dann nebenbei ein bisschen Fernsehen gucken und dieses Buch weiter und potenziell vielleicht auch schon zu Ende lesen, obwohl das wäre, glaube ich, vor dem Abendbrot nicht ganz möglich. Und dann habe ich gerade einen Anruf gekriegt. Ein Anruf. Und ich habe den Job. Das heißt, ich bin jetzt Werkstudentin und kann tatsächlich schon nächste Woche anfangen. Also alles sehr spontan und schnell. Aber mein Gott, ich freue mich gerade und ich musste das gerade mal mit irgendwem teilen. Und ich bin auch gerade so, ich kann es gar nicht glauben. Ich freue mich so, dass es so endlich wieder, endlich wieder arbeiten, Geld verdienen, Geld für Bücher verdienen, Geld für Reisen verdienen, sparen, endlich wieder was zu tun zu haben, was Sinnvolles nebenbei. Ich meine, YouTube ist auch für mich sinnvoll durchaus, aber das bringt mir jetzt ja nichts, kein Geld, mit dem ich mir Bücher kaufen kann, sondern lässt meine Liste eher nur noch wachsen. Aber das ist so eine richtig gute Nachricht, obwohl es heute so ein richtig verregneter, furchtbar trüber, grauer Tag ist, ist das so die beste Nachricht seit einer ganzen Weile und ich freue mich so. Und, das muss ich mal kurz mit euch teilen. Jetzt muss ich erstmal irgendwie wieder runterkommen, vielleicht mache ich mir jetzt sogar irgendwie ein alkoholisches Getränk auf oder mix mir irgendwas, weil meine Eltern haben durchaus einiges zu Hause. Und dann, ja, haue ich mir einen Rostipani in den Ofen und dann mal gucken, ob ich mich gerade auf dieses Buch konzentrieren kann oder nicht, aber jetzt will ich es umso mehr beenden, damit ich dann das nächste anfangen kann und ich freue mich. Ich freue mich. Okay, ich weiß nicht, wie gut man mich sieht, aber ich habe gerade eigentlich auch unter der Stube Engels Fall beendet von Alini Singh und ich verstehe durchaus, warum das Ende als sehr fies gilt. Denn wenn ich jetzt nicht den nächsten Band hier gehabt hätte, wäre es auch sehr fies gewesen. Aber trotzdem muss ich sagen, dass mir das Buch jetzt nicht so gut gefallen hat, wie erwartet. Und auch bei weitem nicht so gut wie die anderen Bände der Reihe oder zumindest die meisten anderen Bände der Reihe. Es gab natürlich immer mal wieder einen, von dem ich jetzt nicht so begeistert bin und der gehört definitiv dazu. Denn meiner Meinung nach ist er viel zu lang, das heißt viel zu lang, aber doch um einiges zu lang und auch mit einigen Sachen gefüllt, die jetzt nicht unbedingt zu dieser Story selber beitragen. Es war, wie gesagt, wirklich viel Wiederholung aus so den vorherigen Bänden. Und ich meine, 10 vorherige Bände ist durchaus einiges zu wiederholen. Es ist jetzt nicht so offensichtlich wie in dem und dem Band oder in der Zeit ist das und das passiert. Aber halt immer, wenn dann ein neuer Charakter auftauchte, der dann vielleicht auch in dem anderen Band eine Rolle gespielt hat, werden wichtige Punkte aus deren Leben nochmal rekapituliert und auch, das hat durchaus Relevanz für das, wo sie jetzt sind, aber manche Sachen auch nicht so. Natürlich wurde auch nochmal Elenas Vergangenheit und Raphaels Vergangenheit und Geschichte rekapituliert, was natürlich immer wieder einen Einfluss auf ihre Persönlichkeiten hat. Aber wenn man die Reihe gelesen hat, dann muss das teilweise nicht immer wieder wiederholt werden und auch nicht so ausführlich, finde ich. Also hätte das Buch durchaus auch 100 Seiten kürzer sein können und auch so diese ganze Ermittlung, ja, am Ende ist das doch mit dem anderen, sind die beiden Plotstränge, die es gab, zusammengeführt worden und spielten doch ineinander rein. Aber so richtig habe ich den Sinn dieses Ermittlungsstrangs jetzt nicht gesehen. Hätte man auch irgendwie, glaube ich, anders lösen können und diese ganzen politischen Sachen, die angedeutet wurden, das alles ja auch im Klappentext teilweise drinsteht in der Umschlagklappe, hat jetzt irgendwie keine richtige Bedeutung. Also ich finde, gefühlt hat dieses Buch nicht so richtig viel Handlung. Zumindest nicht genug Handlung, um 500 Seiten zu füllen. Da habe ich andere Bücher gelesen, die weniger Seiten hatten, aber durchaus mehr konkrete Handlung, die für den Lauf der Geschichte von Bedeutung ist. Ja, ich bin jetzt gespannt. Ich will auf jeden Fall nach diesem Ende, das Ende war natürlich doch sehr explosiv und sehr spannungsgeladen und auch durchaus mysteriös. Das ist doch auch ein sehr bisschen offenes Ende. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Deswegen werde ich auch jetzt gleich weitermachen mit Engels Krieg, was ja nochmal ein dickerer Klopper ist. Da bin ich gespannt, ob das noch ein bisschen gestrafter ist oder ob da die Spannung jetzt ein bisschen weiter zunimmt und wie sich die ganze Entwicklung zum Ende von Engels Fall in diesem Band entwickelt. Aber
Ja, bis jetzt, wie gesagt, so von Engels Fall war ich doch ein bisschen enttäuscht. Vielleicht auch, weil ich so viel mehr davon erwartet habe und weil, ja, das irgendwie so nach einer genialen Geschichte klang. Aber jetzt bin ich gespannt auf Engels Krieg und hoffe da auf viel. Mal sehen, ob das dieses Buch anhalten kann. Hallo am Freitag. Ich glaube, wie man unschwer erkennen kann, ist es schon ein bisschen später. Es ist schon kurz nach 6 tatsächlich. Und es hat den ganzen Tag ziemlich düster war, weil wir gefühlt seit gestern Morgen Dauerregen haben. Aber gut, Sommer, wer braucht das schon? Und ich muss auch ehrlich zugeben, mir ist dieses Wetter tatsächlich auch lieber als 30 Grad plus und Dauerhitze. Aber wenn das noch länger so weitergeht, dann kriege ich vielleicht auch noch wieder eine depressive Phase. Mal sehen. Aber auf jeden Fall, ja, ich melde mich heute tatsächlich erst ein bisschen später, auch hauptsächlich, weil ich vorhin gerade noch ein Video filmen musste, das Video, was tatsächlich morgen online geht. Wenn ihr diesen Vlog seht, dann ist es Samstag online gegangen. Denn ich hatte letzte Woche vergessen, den vorzufilmen, beziehungsweise auch irgendwie keine Lust. Und dachte, das würde ewig dauern, dieses Video zu filmen. Und musste mich jetzt noch aufraffen. Und es ging am Ende aber doch relativ schnell tatsächlich. Es ist wieder ein Tier-Ranking-Video, das ich euch dann mal hier oben irgendwo verlinke. Dann könnt ihr es euch gleich noch angucken, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Es war auch wieder eine ganz witzige Sache und wie gesagt, ging tatsächlich auch schneller rum, als ich erwartet hätte beim Filmen und jetzt auch beim Schneiden. Ich habe nämlich gerade auch schnell noch geschnitten, damit es dann jetzt nachher exportieren kann. Entweder wenn ich nachher noch Fernseh gucke, Abendbrot esse oder dass ich heute über Nacht mal sehen, wie viel ich noch am Laptop machen will. Aber eigentlich sollte es ja auch um ein Leseupdate gehen, denn ich habe gestern Abend ja Engels Fall beendet und dann direkt mit Engels Krieg angefangen. Ich glaube, das ist so der letzte Stand, auf dem ihr seid. Und inzwischen bin ich auf Seite 202 von diesem Buch. Sieht noch gar nicht so viel aus, weil das Buch einfach fast 700 Seiten dick ist. Auf Goodreads stehen zwar nur 600, aber es sind tatsächlich 80 Seiten mehr noch, was doch auch einiges ausmacht. Aber ich habe, wie gesagt, gestern Abend tatsächlich doch noch 100 Seiten gelesen und bin deswegen auch tatsächlich erst fast um 12 gegen Mitternacht ins Bett gegangen, aber es hat mir durchaus besser gefallen als der erste. Es lässt sich leichter lesen, einfach auch, weil ich glaube, die ganze Stimmung besser ist. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die mich bei Engels Fall viel mehr gestört hat, weil die ganze Stimmung irgendwie so düster und bedrückt war und irgendwie man so ein bisschen die Leichtigkeit dazwischen fehlte. Ja, ich meine, klar, es ist ein ernstes Thema und das ist auch in diesem Buch durchaus dramatisch. Aber hier hat man immer noch mal eher so leichte Momente zwischendrin, die auch mal einem ein Schmunzeln entlocken und so die Charakterinteraktionen, die dann irgendwie ganz witzig sind mit den Freunden und Nebencharakteren und so. Und da gab es vielleicht auch in Engels Fall ein, zwei Momente, die habe ich glaube ich auch erwähnt, so dass mir die auch mit am besten gefallen haben, aber halt viel zu wenig dafür, dass dieses Buch so ewig lang war. Und hier hatten wir tatsächlich in den ersten 100 Seiten und jetzt generell auch in den ersten 200, kann ich sagen, durchaus auch schon einiges mehr dieser Momente. Und wir hatten auch wesentlich mehr Raphael und Elena zusammen und ein bisschen glücklich und sie haben so ein bisschen ihre Liebeszeit. Natürlich haben sie durchaus auch Probleme und müssen mit den Veränderungen, durch die sie gehen und alles, was passiert ist im letzten Band, damit irgendwie klarkommen und sich damit auseinandersetzen. Aber es ist halt auch nicht so eine Mordermittlung, sondern wirklich, ja, weltpolitische Sachen, die sich wieder aufbauen, geheimnisvolle, magische Dinge, mit denen sie klarkommen müssen. Was mir insgesamt so viel mehr besser gefällt und so viel mehr Sinn macht, meiner Meinung nach auch. Also gefällt mir auf jeden Fall, wie gesagt, wesentlich besser. Ich versuche heute auf jeden Fall mindestens noch 100 Seiten zu lesen, wenn nicht sogar mehr. Also ich würde tatsächlich gerne bis zur Hälfte kommen. Das heißt, ich müsste noch 140 Seiten lesen. Dann lese ich wahrscheinlich wieder bis Mitternacht. Aber mal schauen, wann ich nachher ins Bett komme und zum Lesen komme. Aber wie gesagt, das ist so das Ziel. Ich halte euch aber auf dem Laufenden, nur das erstmal als Update, wo ich stehe, aber ich bin tatsächlich auch optimistischer, dass ich dieses Buch diese Woche dann doch noch schaffe. Also, wie gesagt, heute hoffentlich noch bis zur Hälfte und dann morgen die andere Hälfte potenziell lesen oder wenn ich es morgen nicht komplett schaffe, dann doch definitiv Sonntag. Und dann habe ich mein Kernziel für diese Woche geschafft und bin dann, glaube ich, ganz happy damit. Morgen am Samstag. Es ist tatsächlich gerade noch relativ früh, also 9:30 Uhr. So früh ist es auch wieder nicht. Aber ich wollte euch noch wieder ein kleines Leseupdate geben, denn ich habe gestern durchaus noch gelesen. Nicht so weit, wie ich wollte. Ich habe tatsächlich noch bis Seite 300 gelesen, aber dann war es tatsächlich auch schon wieder kurz vor 12, weil ich doch ein bisschen länger Fernsehen geguckt habe. Und
mich irgendwie nicht ganz dem Buch widmen wollte. Aber dann habe ich doch weitergelesen und bin tatsächlich jetzt gerade so mitten in der Geschichte drin. Ich habe heute Morgen jetzt auch schon wieder ein bisschen weitergelesen und jetzt bin ich definitiv zur Hälfte des Buches durch. Also ich bin jetzt auf Seite 350, irgendwas hinter 350. Und jetzt nehmen die Ereignisse langsam Fahrt auf. Es sind ein paar mehr Player noch ins Spiel gekommen und The Big Bad ist wieder da, die uns schon den Großteil der Reihe begleitet hat. Sie ist wieder auferstanden und tut gerade noch nicht so viel, aber das wird sicherlich noch kommen. Wie gesagt, ein halbes Buch habe ich noch vor mir, also da ist noch eine gute Möglichkeit für einige schlimme Sachen zu passieren, die geschehen werden. Und ich habe ein bisschen Angst, ein bisschen ist gut, viel Angst, denn es gibt in diesem Buch, beziehungsweise aus dem letzten Buch, ja noch eine Prophezeiung, die sich zum Teil schon erfüllt hat, einige Schritte zum Teil auch nochmal abgeändert hat zum Ende von Engels Fall und ich habe ein bisschen Angst, was das bedeuten könnte, was da so angedeutet wurde, weil das vielleicht einen meiner liebsten Charaktere betreffen könnte, der jetzt gerade auch schon von einer anderen persönlichen Krise betroffen ist, die mich sehr mitgenommen hat, aber oh Gott, werden wir sehen. Ich muss jetzt auf jeden Fall erstmal mich wieder der Uni widmen, eigentlich wollte ich das schon früher tun, aber das Video von gestern musste doch nochmal neu exportiert werden, weil es gestern Abend, dann gestern Nacht, als ich es eigentlich laufen lassen wollte, sich irgendwie aufgehängt hat. Jetzt ist es exportiert, jetzt wird es noch hochgeladen, das kann ja so nebenbei passieren, dann kann ich mich nebenbei mit der Prüfungsvorbereitung für meine erste Klausur am nächsten Mittwoch beschäftigen. Yay! Ja, gut. Und dann geht es dann wieder zum Mittag und dann kommt heute Nachmittag, heute Abend noch eine Freundin zu Besuch, aber ich hoffe, dass ich dazwischen erstmal noch Uni machen kann und auch noch einiges zum Lesen schaffe, denn eigentlich, gut, dass ich dieses Buch heute noch beende, da habe ich jetzt irgendwie keine großen Hoffnungen für, wie gesagt, vor allem, weil ich auch noch Uni zu tun habe. Wenn meine Freundin dann vorbeikommt, will ich mich den Abend über auch ihr widmen und das kann ja auch ein bisschen länger dauern dann. Vielleicht lese ich dann heute Abend auf jeden Fall noch 100 Seiten oder so oder 50. Mal gucken, wie viel ich so in der Mittagspause dann noch schaffe. Aber dann ist das Ziel, das Ganze morgen zu beenden. Dann wende ich mich halt Cherish Hope nicht mehr zu. Ja, es ist unschwer zu erkennen, dass es später ist. Tatsächlich hatte ich doch meine Freundin noch zu Besuch und war echt schön, mich mal wieder mit ihr zu unterhalten und wir haben ganz lecker gegessen. Käffchen getrunken, erst zum Nachmittag und dann abends schön Pizza selbst gemacht mit Gemüse aus Omas Garten. Einfach herrlich. Und dann haben wir tatsächlich noch ein bisschen Fernsehkult gequatscht über alles, was so los war und los ist. Und jetzt ist es tatsächlich noch gar nicht so spät, wie ich gedacht habe, weil sie doch ein bisschen früher nach Hause wollte, musste, wie auch immer. Ich meine, wir waren jetzt auch ein paar Stunden zusammen. Hier bei mir. Jetzt ist es tatsächlich kurz nach 8:30 und ich habe noch gut Zeit zu lesen. Ich will erst noch ein bisschen Fernsehen gucken, aber vielleicht nebenbei schon ein bisschen weiterlesen und dann tatsächlich auch weiter vorankommen. Ich habe dann zwischendrin nicht mehr so richtig viel gelesen, weil ich doch noch das Video fertig machen musste und Uni-Kram und so mehr Zeit gebraucht hat als gedacht. Aber ich bin ja schon über die Hälfte durch. Jetzt bin ich auf Seite 354 bei Anfang von Kapitel 42. Und jetzt nimmt auch das Ganze Fahrt auf. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich bin gespannt, wie viel ich heute Abend dann noch schaffe. Denn ich glaube, dass ich nicht 340, 330 Seiten heute Abend noch lesen kann, aber vielleicht nochmal 100, 150 oder so. Ja, irgendwie ist es jetzt doch schon wieder um 10 geworden und ich gehe jetzt erst ins Bett. Und ich drehe jetzt gerade mal den Clip im Bad, weil eben gerade auch die Nachttischlampe den Geist aufgegeben hat. Ich vermute mal, die Glühbirne ist jetzt durch. Aber ich habe keine Lust, heute Abend noch eine neue Glühbirne zu suchen. Beziehungsweise ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir diese spezielle Glühbirne hier irgendwo im Haus haben. Da muss ich da mal warten, bis meine Eltern morgen aus dem Urlaub zurückkommen und dir das Bescheid sagen. Aber ja. Irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist ja immer. Aber mal gucken, ob ich jetzt trotzdem noch mit dem großen Licht irgendwie lesen kann. Denn ich will ja doch noch ein bisschen was schaffen. Vielleicht. Aber nicht so viel. Ich bin eigentlich auch schon ziemlich müde. Ich habe die letzten Nächte nicht so viel geschlafen. Oder ziemlich lange noch gelesen. Und meine innere Ruhe weckt mich trotzdem immer relativ früh. Also, mal sehen, wie viel ich noch schaffe. Aber ich will dieses Buch auf jeden Fall morgen noch beenden. Ich will es zu Ende haben, bevor ich zurück nach Leipzig fahre. Was mir dann auch noch Montagmorgen geben würde. Aber Montagmorgen muss ich mich auch noch wieder mit Unikram beschäftigen. Wie immer eigentlich. Bis zu meinen Prüfungen. Am Sonntag. Ich bin gerade aufgestanden, also vor einer halben Stunde, so nicht so lange her. Ich bin noch nicht so richtig fertig gemacht, wie man vielleicht auch sieht.
Ja, ich bin furchtbar müde, was auch daran liegt, dass ich gestern wieder einerseits zu lange gelesen habe und dann heute Morgen aus unerklärlichen Gründen schon um 4:30 wach war, das erste Mal. Ich bin dann wieder eingeschlafen, aber trotzdem war das so, muss das sein. Naja, jetzt ist es tatsächlich gerade so, dass ich mir schon ein Frühstück gemacht habe. Es gibt wieder Porridge mit ganz viel leckeren Blaubeeren. Und ich habe mir heute sogar ausnahmsweise mal einen Matcha-Tee dazu gemacht. Meine Eltern hatten noch Reste davon hier. Und das ist jetzt so meine Begleitung zum Morgen, Sonntagmorgen. Eigentlich wollte ich noch vor Uni zu machen, aber ich weiß noch nicht, ob ich das heute Morgen schon angehe. Wahrscheinlich mache ich erst heute Nachmittag eher so eine Aufgabe und nicht so die zwei, die ich geplant habe. Mal sehen. Erstmal will ich auf jeden Fall lesen. Ich habe gestern Abend bei Seite 430 oder so aufgehört. Kommt gut hin. Weil ich auch dachte, ich habe einen guten Punkt erreicht, wo es noch nicht zu dramatisch ist. Es war gerade mal so die Ruhe vor dem Sturm. Und wie gesagt, es war auch schon kurz vor 12 mal wieder. Und dann habe ich heute Morgen schon wieder angefangen zu lesen und dann war das so, oh mein Gott, jetzt wird es ernst. Es ist gut, dass ich gestern Abend aufgehört habe, an dem Punkt zu lesen, weil genau im nächsten Kapitel ging es dann los. Der große Angriff startet. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich der große Angriff ist, denn ich habe schließlich trotzdem noch 200 Seiten, über 200 Seiten vom Buch. Aber das war dann schon wieder so spannend heute Morgen, dass ich direkt bevor dem Frühstück geht, eben schon mal 20 Seiten lesen musste. Ich bin jetzt auf Seite 450 und musste einfach mal kurz Päuschen machen. Weil ich jetzt auch Hunger habe. Und jetzt bin ich mir nicht so sicher, ob ich jetzt eher essen soll oder eher weiterlesen soll. Vielleicht so eine Mischung aus beidem, ohne mein Buch zu beschädigen. Ja, mal schauen. Also das ist doch, glaube ich, sehr, sehr gut möglich machbar, dass ich das sogar heute noch schaffe. Weil ich glaube, ich werde heute den Großteil des Morgens mit Lesen verbringen. Ich muss einfach wissen, wie es jetzt weitergeht. Und jetzt kommen wir halt wieder zum spannenden Part, aus dem durch den ich, glaube ich, auch relativ gut durchfliegen kann. So, Worte sind heute Morgen schon noch ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen ohne meinen ersten Tee. Aber das so als morgendliches Update. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn schlimme Sachen passieren. Oder auch nicht. Oder wenn ich es beendet habe. Tee ist getrunken, die erste Schlacht geschlagen, aber der Krieg hat gerade erst angefangen. Und ich habe Angst. Bis jetzt ist meinen Babys allen noch nichts passiert, aber ich fürchte, das bleibt nicht so. Das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Oh Gott. Ich weiß nicht, wie ich das ertragen soll. Entschuldigt das Gegenlicht, ich sitze gerade noch im Auto und jetzt muss ich erst zum Mittag. Ich habe nochmal 50, also ich habe insgesamt 50 Seiten gelesen und habe jetzt noch 150 Seiten übrig, glaube ich. Und oh mein Gott, mein Herz. Ich meine, ich weiß ja eigentlich, dass es hoffentlich höchstwahrscheinlich gut ausgeht. Nalini Singh schreibt eigentlich immer gute Enden. Aber der Weg dahin ist ganz schön nervenaufreibend und ganz schön gruselig und grausam. Und ich finde es toll, dass man, oder ich zumindest, erkenne da immer auch so ein bisschen politische Botschaften. Und Andeutungen auch in ihrer Gestaltwandlerreihe, viel aber auch in der Engelsreihe, weil es geht ja dann auch viel um Engelspolitik und ich glaube, Politik spiegelt sich auch immer in unserer Welt wider oder Politik in Fantasy-Welten spiegelt auch oft politische Probleme, die es in unserer Welt schon gab oder halt immer noch gibt wieder, was ich tatsächlich auch bei Nalini Singh immer wieder erkennen kann und immer sehr cool finde. Theoretisch müsste ich mich das damit nochmal irgendwie näher beschäftigen und das mal wirklich analysieren, aber vielleicht, wenn ich nicht mehr studiere und das nicht mehr machen muss. Ja, jetzt muss ich aber erstmal zum Mittagessen zu Oma und vielleicht mich ein bisschen beruhigen und dann mal schauen, wie viel Zeit ich nachher noch habe, weiterzulesen, bevor ich dann meine Eltern vom Bahnhof abholen muss. Okay, ich habe noch 70 Seiten zu lesen im Buch und jetzt haben sich meine Eltern gemeldet, dass ich sie vom Zug abholen soll, weil sie nachher gleich ankommen und oh Gott, ich bin so nervös. Aber ich werde das Buch jetzt mitnehmen und ein bisschen früher hinfahren, als ich eigentlich müsste, hoffentlich. Komme ich ganz gut durch und dann kann ich vielleicht da noch ein bisschen weiterlesen und das Buch noch zu Ende lesen. Aber es ist so aufregend. Und oh mein Gott, es sind Sachen passiert, die mein armes Herz. Ich war schon sehr emotional vorhin. Sehr emotional. Aber bis jetzt sind noch keine von meinen Lieblingslieblingen irgendwie gestorben. Aber oh Gott, mein Herz rast schon allein beim Gedanken daran, was da noch passieren könnte. Ja, aber das erstmal dazu. Und ich muss jetzt tatsächlich auch schon wieder los, damit es weitergeht. Ganz offensichtlich bin ich wieder zurück in Leipzig und das ist jetzt der nächste Tag, Montagabend könnte man fast schon sagen, also kurz nach 5:30. Ich bin
gerade wieder in meine Wohnung rein, habe schon ein bisschen den Koffer ausgepackt und sehe auch entsprechend fertig aus nach diesem langen Tag. Das entschuldigen wir und ignorieren wir einfach mal. Ich bin euch ja noch ein kleines Ende dieses Vlogs schuldig. Und zwar will ich einmal noch ein kurzes Fazit zu Engelskrieg ziehen. Für Engelsfall habe ich das ja schon mal am Donnerstag, glaube ich, gemacht. Habe ich gerade gesehen, als ich im Zug schon ein bisschen angefangen habe, den Vlog zu schneiden. Aber Engelskrieg muss noch sein. Das habe ich hier auch schon neben mir liegen, diese schöne Schätzchen. Im Gegensatz zu Engelsfall hat mir dieses Buch richtig, richtig gut gefallen. Es ist zwar nochmal dicker und auch unglaublich lang, aber in diesem Buch kommt einem das gar nicht so vor. Ich meine, abgesehen davon, dass man doch auch ein bisschen am Lesen ist. Aber es ist eine Geschichte, wie ich sie von Annelies Sain kenne und liebe, wie ich sie in der Engelsreihe kenne und liebe, mit ganz viel Herz, mit tollen Charakteren und vor allen Dingen auch tollen Beziehungsmomenten zwischen den Charakteren. Süßen Momenten zwischen Elena und Raphael, aber auch zwischen ihren Freunden mit den sieben, mit ganz viel Spannung vor allen Dingen. Ihr habt es, glaube ich, in den letzten Clips ja auch so ein bisschen mitbekommen. Dieses Buch hat mich fertig gemacht und vor allen Dingen so die letzten 200 Seiten, also eigentlich so die Hälfte des Buches, war ein emotionales Auf und Ab, eine Achterbahnfahrt während dieses Engelskriegs, den es gab. Ja, manche sagen, ich habe schon ein paar Rezensionen gelesen, dass sie auch sich ziemlich zog und ziemlich lang ging. Es gab immer wieder kleinere Scharmützel, aber ich fand es also am Ende doch richtig so und es war es wert. Denn so ein Krieg ist nicht in einer Schlacht geschlagen und den Feind, der hier wieder aufersteht, der hier zurückkehrt, ist ein großer Feind, das größte Übel, was die Welt bis zu diesem Moment jemals gesehen hat. Und es muss ja auch schließlich um was gehen, die Stakes müssen high sein. Ja, das klingt, wenn man es auf Deutsch übersetzt, irgendwie doof, aber es muss auch um richtig was gehen, um einen mitfiebern zu lassen und das ging es hier und deswegen war es einfach hochdramatisch. Zum Glück kann ich am Ende sagen, es gab ein Happy End und es gab auch für alle meine Lieblinge der Reihe, meine Lieblinge dieses Castes, bis jetzt erstmal ein Happy End. Zumindest haben sie alle überlebt. Durchaus verwundet, physisch und auch seelisch, aber immerhin überlebt. Und bei diesen Mächtigen und Sterblichen heilt auch alles irgendwann wieder. Ich bin, wie gesagt, einfach nur begeistert von diesem Buch und fand es toll. Und das war einfach, das hat sich richtig gelohnt. Das ist auch definitiv ein Jahreshighlight, auf das ich immer wieder gern zurücksehen werde. Immer noch nicht unbedingt mein Liebling der Reihe, obwohl ich den auch gar nicht so richtig benennen könnte. Das wäre schwierig. Vielleicht sogar eine der Anfangsbände. Aber auch hier, wie gesagt, wieder ganz toll die Beziehung zwischen Elena und Raphael, wie die sich aufgebaut hat, weiterentwickelt hat, wie Raphael und Elena sich weiterentwickelt haben, was aus ihnen geworden ist und wie sie wieder als Power-Couple zusammenstanden gegen das große Böse. Und die ganzen, zum Ende gab es natürlich auch einige solche Momente, wo man so dachte so, yes, yes, jetzt dreht sich doch das Blatt, obwohl es eigentlich so aussah, als wenn es nicht mehr gut werden kann, hat Nini Singles am Ende doch wieder geschafft, dass es irgendwie wieder gut wurde. Und das sind so Momente, die ich einfach in Büchern liebe und die mich begeistern und das hat dieses Buch auch wieder gehabt. Deswegen, ganz tolles Buch. Dafür war es das fast wert, sich auch durch Engelsfall zu quälen. Ich meine, es macht durchaus Sinn, die Dinge, die in Engelsfall passieren, leiten auf dieses Buch hin. Aber Engelsfall war dafür dann doch auch ziemlich ausführlich und ziemlich lang. Es hätte jetzt nicht sein müssen. Wenn ihr euch auf die Reihe interessiert und so weiter und so fort und bis zum 10. Band gelesen habt, dann empfehle ich euch tatsächlich Engelsfall eher zu überfliegen, um so die wichtigsten Infos mitzunehmen und dann diesen Band wieder zu genießen und da wieder ja alles Wichtige raus mitzunehmen. Auf jeden Fall bin ich jetzt froh, dass ich das beide Bücher gelesen habe, dass ich die Reihe wieder mit der Reihe wieder auf dem aktuellsten Stand bin. Denn es ist ja auch nicht ganz das Ende. Das ist zwar, ich finde, ein guter Finalband für so eine erste Story-Arc, die damit abgeschlossen ist. Aber Nanny Singh hat ja auch schon angekündigt, dass es da auf jeden Fall in der Reihe dann weitergeht. Wahrscheinlich wie bei der Gestaltwandler-Reihe dann auch, so ein bisschen mit einer zweiten Staffel. Denn am Ende dieses Bandes, oder ja, so wie das Ende dieses Buches uns zurückgelassen hat, ist die komplette Welt in diesem Buch verändert. Alles ist irgendwie anders. Alles ist neu und es wird, glaube ich, viel Zeit brauchen und auch noch viel Charakterentwicklung. Viele Dinge müssen geschehen, um wieder ein gewisses Gleichgewicht herzustellen und um wieder ein gewisses Maß an Normalität auch zu erzeugen. Und es hat sich ja auch irgendwie alles verändert von der weltpolitischen Lage her, von der Lage, wie es ist, wie die Welt aufgebaut ist, welche Machtgefüge herrschen. Und da bin ich durchaus gespannt, wie sich das dann im nächsten Buch entwickelt. Aber es war trotzdem für diese Story-Arc insgesamt ein guter, befriedigender Abschluss
Und jetzt kann ich auch erstmal von mir so ein paar Jahre auf den nächsten warten. Muss ich zwar nicht, aber könnte ich theoretisch schon. Ja, damit sollte es aber dann für diesen Vlog gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid bis zum Ende. Ich weiß es, oder ich kann mir zumindest vorstellen, dass es wieder ein ewig langes Video wird. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wenn es so ist, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann weiß ich, dass ihr gerne auch mehr Vlogs sehen wollt. Und verratet mir gerne in den Kommentaren, ob ihr schon irgendwelche Bücher von Nalini Singh gelesen habt oder speziell auch von der Engelsreihe und wie ihr sie denn so fandet. Da bin ich sehr gespannt, ob es da auch andere Leute gibt, die diese Reihe lesen und vielleicht genauso lieben wie ich. Und ansonsten, ja, wie gesagt nochmal, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht's gut!